wenn man da einreitet unter der Brücke her und dann eröffnet sich so das Stadion, das ist einfach ein tolles Gefühl. Jetzt Zuschauer richten mit und für Ingrid Klemke. Wir beide haben uns zusammengetan. Jetzt wollen wir mal sehen, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Ganz großes Traben. Ich gebe trotzdem nur 8,5 und keine 9. Könnte für mich noch energischer aus der Hinterhand nach vorne vorfußen. Ich kann das vergleichen, weil ich das Pferd häufig auch früher gesehen habe. Muss sagen, Riesenjob. Der hat richtig toll gelernt, von Ingrid von hinten herangeschlossen zu werden. Gucken wir, wie der da steht. 8,5 fürs Halten. Super, super, super. Das hat Ingrid ganz, ganz viel mit ihm geübt. Das hat ihm früher große Schwierigkeiten bereitet. Und Ingrid würde ich insgesamt eine 8 geben. Der Fehler wegen, der kleinen Fehler wegen. Und hier eine Gesamtübersicht über die Dressurprüfung mit den einzelnen Elementen. Und so, wie die Zuschauer dich gewertet haben. Da. Also mich würde jetzt mal kurz die 25 hier interessieren. Genau. Ja, fliegender Wechsel bei X, genau, der war nix. Der ist leider versprungen gewesen. Man sieht halt auch schön, das hier seit 20, würde mich jetzt auch nochmal. Da hat dir einer eine 9 gegeben. Starker Galopp, okay. Zwei das ist haben die eine 7,5. Einer sogar eine 9, wow. Eventing. Eventing, okay. Deinen berühmten Ritt. Oh, Bobby, der schlägt doch einer mit der Nase und möchte schon los. Das kann nur der Bobby sein. Ja. Hoch, runter und endlich los. Das Schwierigste ist eigentlich, in die Startbox zu kommen, weil er schon immer weiß, wenn alle in die Richtung galoppieren, muss ich es irgendwie schaffen, keinen Fehlstart zu haben. Und versuche ein bisschen zu überlisten. In der letzten Sekunde drehe ich rum und dann geht's los. Die Schwierigkeit ist eigentlich, dass Rüdiger Schwarz immer Kurse baut, wo es diverse Vorbeiläufer geben wird, die uns vielleicht am Anfang beim ersten Abgehen noch gar nicht so klar sind, aber wo man wirklich weiß, er baut so, dass der Reiter sehr konzentriert die Ideallinie haben muss. Und wenn er einen halben Meter links oder rechts ist, hat man Vorbeiläufer. Deshalb würde ich jetzt mir vornehmen, dass ich so spätestens hier auf dem Überweg einmal kurz wirklich pariere, mich aufrecht hinsetze und sage, halt Bobby, ein bisschen aufnehmen, zurück. Und konzentriert mir vorstelle, das ist mehr ein Ochser im Parcours als ein flüssiger Hochweitsprung. Die Pferde werden einmal gecheckt vom Tierarzt, Pässe kontrolliert, aber auch der Tierarzt geht drumherum. Die Richter schauen sich die Pferde an, nur auf Trense. Dann geht man eine kurze Strittstrecke, trabt an, wendet und trabt zurück. Und die Richter und die Tierärzte kontrollieren, ob das Pferd auch 100% fit ist, ganz gerade trabt. Das ist auch gut und wichtig so, sodass eben wirklich nur gesunde Pferde an den Start gehen.